Abend und herzlich willkommen zum aktuellen Bericht am Mittwoch. Bei uns wird es später noch in allen Farben funkeln mit edlen Steinen. Aber vorher kümmern wir uns unter anderem noch um Müll. Rosinenpicken verboten. Alle Gemeinden sollen sämtlichen Restmüll an den Entsorgungsverband Saar liefern. Landärzte gesucht, wie die Kassenärzte ihren Nachwuchs vom Leben und Arbeiten auf dem Land überzeugen wollen. Studentenbude gefunden, wie die Uni ausländischen Studierenden zu einem Dach über dem Kopf verhilft. Im Saarland liefern alle Gemeinden ihren Restmüll an den Entsorgungsverband Saar, den EVS. Auch die, die dem Verband gar nicht angehören, sowie die Gemeinde Wadgassen. Die aber will aus ihrem Müll die wertvolleren Bestandteile vorher aussortieren und selbst verwerten. Das Oberverwaltungsgericht hat das für rechtens erklärt. Aber der Landtag hat dem nun einen gesetzlichen Riegel vorgeschoben. Warum, das erklärt Diana Kühner-Mert. Im Landtag ist man sich einig. Auch künftig sollen alle Kommunen, ob EVS-Mitglied oder nicht, ihren Restmüll komplett dem Entsorgungsverband Saar zur Verfügung stellen. Bislang gängige Praxis, doch jetzt will die Gemeinde Wadgassen ihren Müll selbst verwerten. Um das zu verhindern, sieht die Gesetzesänderung eine Anlieferungspflicht beim EVS vor. Wenn man das der Gemeinde Wadgassen durchgehen lassen würde, dann könnten auch andere Kommunen diesem Beispiel folgen. Und das würde beim EVS am Ende zu erheblichen Gebührenverlusten, Einnahmeverlusten führen, die auch den EVS in wirtschaftliche Probleme stürzen könnten. Denn lieferten die Kommunen dem EVS nicht genügend Restmüll an, wäre die Verbrennungsanlage in Velsen nicht mehr ausgelastet. Die Folge: sinkende Einnahmen für den EVS und steigende Müllgebühren. Wadgassen befeuere das Ende des Solidarprinzips bei der Müllverwertung. Die Entsorgungsstrukturen im Saarland beruhen auf dem Solidarprinzip. Effiziente, kostengünstige Entsorgungsanlagen für alle Saarländerinnen und Saarländer. Und wer dieses Prinzip aufgibt, meine Damen und Herren, der betreibt nichts anderes als Rosinenpickerei auf Kosten der anderen. Ich als Bürgermeister habe ja meinen Eid geschworen, für unsere Bürgerinnen und Bürger das Beste herauszuholen, für sie das Beste zu machen. Und wenn wir mit einem ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallkonzept jedes Jahr 250.000 Euro, sprich eine Viertelmillion, sparen können für die Steuerzahler in der Gemeinde Wadgassen, ist das, glaube ich, ein gutes Argument, worüber man diskutieren muss. Im Streit mit dem EVS hat das Oberverwaltungsgericht der Gemeinde Wadgassen in einer einstweiligen Anordnung Recht gegeben. Der Bürgermeister ist sauer, dass der Landtag der Eigenmüllverwertung nun im Eilverfahren einen gesetzlichen Riegel vorschieben will. Sie bringe Wadgassen jedes Jahr eine Viertelmillion Euro. Für Greiber passt es nicht zusammen, dass das Land die Kommunen zum Sparen verdonnere, sie an dieser Stelle aber genau daran hindere. Doch auch der Zeitpunkt der Gesetzgebung stößt ihm übel auf. Wir sind ja eigentlich noch in einem laufenden Verfahren und ich bin schon etwas irritiert, dass der Umweltminister, der ja zugleich auch Justizminister ist, während einem laufenden Verfahren eine Gesetzesänderung auf den Weg bringt, die die Rahmenbedingungen ändern soll, während im Endverfahren ja noch gar nicht entschieden ist. Auch das ist natürlich ein Aspekt, den wir juristisch prüfen werden, inwieweit das zulässig und statthaft ist. Gut möglich, dass Wadgassen seine Praxis im Bestandsschutz fortführen kann. Die Gesetzesänderung wird aber wohl durchgehen und zumindest Nachahmer verhindern. Bei der turnusgemäßen Verbandsversammlung des EVS in Fraulautern spielte das Thema Restmüllentsorgung heute keine Rolle. Die Bürgermeister der EVS-Gemeinden beschäftigten sich mit dem Bericht der Wirtschaftsprüfer für das letzte Jahr. Florian Possinger bei deren Bilanz. Der Entsorgungsverband Saar musste im vergangenen Jahr erneut Verluste in der Müllentsorgung hinnehmen. Laut dem vorgestellten Prüfbericht beläuft sich das Minus auf 2,3 Millionen Euro. Weil aber gleichzeitig in der Sparte Abwasser gut 5 Millionen Euro eingenommen wurden, beschließt der EVS das Jahr mit einer positiven Bilanz. Wir haben eine Situation, dass wir ursprünglich vorhatten, den einheitlichen Verbandsbeitrag zu erhöhen. Aufgrund der Situation, dass der Wasserverbrauch gestiegen ist und dass wir durch die Flüchtlinge natürlich mehr Verbraucher im Lande haben, trauen wir uns jetzt zu der Aussage, dass wir in diesem Jahrzehnt keine Erhöhungen mehr weder im Abwasser noch im Abfall machen müssen. Außerdem verhandelt der Entsorgungsverband derzeit mit dem Energieversorger VSE. Es geht um das VSE-Gelände in Ensdorf, wo das neue Biomassezentrum des Entsorgungsverbands entstehen soll. Das Areal soll für mindestens 30 Jahre gemietet werden. Finanzielle Details dazu sind noch nicht bekannt.